Hallo und herzlich willkommen. Christoph Pütz hier mit einem neuen Video aus Vista, Kalifornien. So, im heutigen Video sprechen wir mal über Pickup Trucks. Well, I'm not the kind to kiss and... So, wer kennt denn diese TV-Serie, die hier gerade läuft? Wer Anfang der 80er Jahre Fernsehen geguckt hat, sollte das eigentlich kennen. Bitte in den Kommentaren schreiben. Pickup Trucks sind ja eine der beliebtesten Fahrzeugarten hier in den USA und der F-150, der Ford F-150, Ford F-150 ist hier auch seit Jahren oder fast Jahrzehnten das meistverkaufteste Auto. So, ich habe selber mal einen Ford F-150 gehabt und zwar hatte ich das 2002er Modell. Das habe ich im Januar 2003 gekauft und dann für knapp 12 Jahre gefahren. Das war eines der zuverlässigsten Fahrzeuge, die ich jemals hatte. Und hat auch immer Spaß gemacht, die Kiste zu fahren. Die war zwar unheimlich durstig, also ein richtiger Gasgasler. Also da gingen die Gallonen von Benzin nur so durch den Motor. Aber es war einfach Spaß, mit der Kiste im Winter zu fahren, wenn es draußen geschneit hatte und die normalen Autos stecken geblieben sind. Der Pickup-Truck kam überall durch. So, aber jetzt einfach mal im Video wollen wir mal über so die Situation in den USA sprechen, die Besonderheiten der Pickup-Trucks und was wir erwarten können von der Zukunft. Denn es gibt auch bald schon elektrische Pickup-Trucks. So, warum sind Pickup-Trucks in den USA eigentlich so beliebt? Also erstmal muss man wirklich sagen, dass ein Pickup-Truck wirklich so ein Lebensgefühl vermittelt. Also ein Lebensgefühl der Stärke, der Sicherheit, dass man eigentlich alles angehen kann im Leben und dass man mit dem Fahrzeug alles schafft, was man auch nur angeht. Und in der Hinsicht ist das eigentlich wirklich so der Hauptgrund, warum sich diese Pickup-Trucks in den USA so lange und so gut verkaufen. Und das sind mittlerweile keine preiswerten Fahrzeuge mehr und trotzdem sieht man die an jeder Straßenecke. Also Pickup-Trucks sind sehr zuverlässig in der Regel. Man kann wirklich damit alles machen, also ob man damit als Handwerker unterwegs ist und all seine Werkzeuge oder Materialien transportiert. Man kann damit gut in Urlaub fahren, man kann damit Offroaden gehen. Die sind gut fürs Camping, also da kann man gut einen Anhänger dranhängen oder so einen Camper draufsetzen oder halt auch ein sogenanntes Fifth Wheel, also ein fünftes Rad dranhängen. Das sind diese riesengroßen Wohnanhänger. Ich werde mal einen einblenden hier. Also Pickup-Trucks schaffen das alles. Und da gibt es natürlich auch verschiedene Größen, weil nicht jeder Pickup-Truck kann alles schleppen oder ziehen. Da gibt es natürlich auch Gewichtsklassen. So der F-150 ist ein sogenannter Halbtonner. Dann gibt es den F-250, das ist ein Dreivierteltonner und der 350, dann eine ganze Tonne. Dann gibt es noch einen 450 und 550. Ähnlich gibt es natürlich auch von Chevy und von Ram, also von Dodge. Da heißen Dinge dann 1500 oder 2500 oder 3500. Im Endeffekt ist das dann die Klasse wirklich, wo dann die Unterschiede erkennbar sind zwischen den jeweiligen Modellen. Der F-150 ist das beliebteste Fahrzeug in den USA und das ist in der Regel dann auch mit den vier Türen, die er verkauft wird. Natürlich sieht man den auch nur mit zwei Türen oder mit zweieinhalb Türen, mit der kleineren Kabine dann entsprechend dabei. Aber es ist ein sehr beliebtes Familienfahrzeug und man hat einfach viel Platz in der Kiste. Und wenn man damit in Urlaub fährt, dann erklärt das schon also wirklich, warum diese Fahrzeuge so beliebt sind oder warum SUVs zum Beispiel auch so beliebt sind. Einfach der Platz und der Komfort. So, die Hersteller haben das natürlich auch schon seit Jahren erkannt und Pickup-Trucks sind schon gar nicht mehr lange Fahrzeuge, die der Handwerker nimmt, sondern die gibt es mit Ledersitzen und allem Luxus drin und dran. Also die Kisten sind richtig spaßig und gut geworden von der Hinsicht und ja, der Handwerker fährt halt gehoben zur Arbeit, sage ich jetzt mal. Dann sieht man natürlich auch immer Pickup-Trucks, die hochgelegt sind, große Räder drunter. Häufig ist es nur Show. Manchmal ist es auch wirklich dann sinnvoll, wenn man zum Beispiel irgendwo seine eigene Ranch hat oder man geht Offroaden, wo man dann entsprechend die Bodenfreiheit braucht. So, Pickup-Trucks sind auch unheimlich wertstabil. Zum Beispiel, wenn man einen Nissan Leaf, also das Elektroauto nimmt oder eine BMW 7er Klasse, die verlieren nach 5 Jahren über 70% an Wert. Im vergleichbaren Zeitraum ein guter Pickup-Truck verliert um die 42% an Wert. Also da kann man schon sehen, das sind zwar dann teure Fahrzeuge, aber man verliert wesentlich weniger an Wert. Ich habe damals meinen F-150 für $26.000 gekauft und dann 2014 habe ich immer noch $12.000 für die Kiste bekommen. Also der hat in den knapp 12 Jahren dann, die ich ihn hatte,
also nur etwas über 50% an Wert verloren. Da gibt es natürlich sicherlich auch gewisse Marktschwankungen oder Ausreißer in den verschiedenen Märkten, wo dann einfach die Kisten mehr Wert haben. Aber es ist im Generellen eigentlich so, man zahlt für das Ding einmal und die Dinger sind sehr, sehr zuverlässig und halten auch entsprechend lange. Und die Nachfrage ist hoch, dass da also auch der Gebrauchtwagenmarkt entsprechend stark ist. So, warum sind Pickup-Trucks denn überhaupt so teuer? Ich hatte das ja eben schon mal angesprochen und die Preise gehen mittlerweile weit über 100.000 hinaus, je nachdem, was für eine Größe oder wie ausgestattet das Ding ist. Die meisten sind so in der Regel zwischen 50.000 und 80.000 zu haben. Es gibt sie dann auch in kleineren Versionen etwas drunter natürlich. Aber ich werde auch hier mal so ein paar Preise einblenden, dass ihr das sehen könnt. Also warum sind die eigentlich so teuer? Und da gibt es natürlich erstmal die hohe Nachfrage und entsprechend dadurch können die Hersteller die Preise hochhalten. Und mit den hohen Preisen hat es dann auch für die einen entsprechend guten Gewinn pro Fahrzeug und das wollen sie natürlich auch behalten und die werden auch entsprechend die Preise so stabil halten. So, dann gibt es da noch entsprechend weitere Dinge und zwar gibt es wie in Deutschland, dass die Fahrzeughersteller hier gezwungen sind, einen gewissen Benzinverbrauch einzuhalten oder auch Abgase entsprechend einzuhalten und da wird natürlich dann entsprechend kompensiert. So, das heißt, die Trucks, die werden in der Regel diese Vorschriften nicht einhalten und das können natürlich Hersteller dann durch kleinere Autos wieder gut machen, aber es wird natürlich auch ein bisschen in den Preis mit eingebaut, dass da dann, sage ich mal, eine, und ich fasse es in Anführungsstriche, Umweltabgabe mit dabei. Es ist keine richtige Umweltabgabe, es kommt mehr auf den Gesamtverbrauch bei der Flotte an. Wie gesagt, gibt es ja in Europa auch. So, dann haben die Hersteller angefangen, da natürlich auch entsprechend zu experimentieren. Wie können sie bei den Kisten den Benzinverbrauch regulieren oder verringern? Und Ford hat zum Beispiel dann den Anfang gemacht und hat viel Aluminium verbaut. So, und da sind natürlich erstmal die Anfangskosten sehr hoch. Aluminium ist auch nicht preiswert, hat natürlich dann auch entsprechend die Preise hochgetrieben. Chevy hat sich mal damals erst in so einem Werbespot darüber lustig gemacht, wie leicht doch Aluminium kaputt zu machen ist. Aber auf lange Sicht gesehen wird auch Chevy nicht drum herum kommen, damit anderen Materialien zu arbeiten, um einfach die Pickup-Trucks leichter zu machen. So, der F-150 oder F-150 ist das meistverkaufte Fahrzeug in den USA und jetzt hat Ford dieses Jahr angekündigt, dass sie ab 2022 den Ford F-150 Lightning verkaufen. Das ist also dann der erste voll elektrische Pickup-Truck. Und Ford macht das eigentlich richtig, dass sie also nicht die Form von dem Fahrzeug groß verändern, sondern es sieht aus wie ein F-150, fährt sich wie ein F-150, aber ist natürlich dann voll elektrisch. Und wenn dann vorne zum Beispiel der große Motor wegfällt und man das alles vom Platz her reduzieren kann, gibt es natürlich ganz andere Möglichkeiten auch noch, was zum Beispiel da an Transportmöglichkeiten machbar ist. Die Nachfrage nach diesem Modell ist direkt in die Höhe geschossen. Also der Aktienpreis von Ford hat sich direkt gut erhöht. Es ist also sehr reges Interesse daran, einen Ford F-150 Lightning zu haben. Vor allem, weil Ford es wohl richtig macht und schaut, dass das Fahrzeug eine große Reichweite hat. Die Reichweite bei Elektrofahrzeugen, wisst ihr ja selber auch, das ist immer noch die größte Sorge, auch wenn die meisten Leute nur innerhalb einer Stadt oder einer größeren Stadt durch die Gegend fahren und eigentlich da nie Probleme haben sollten, das Fahrzeug wieder aufzuladen. Wo eigentlich für mich so die Probleme bei Elektrofahrzeugen sind, hier in den USA zum Beispiel, was ist, wenn ich sehr weite Strecken fahre, wo finde ich die nächste Aufladestation in der Mitte der Wildnis? So, aber der Ford F-150 Lightning, der hat eine sehr große Reichweite. Ich werde die auch mal hier einblenden. Ich meine, die werden auch über 500 Meilen. Das ist also schon eine ganze Menge, vor allem, wenn man dann noch viel Klamotten durch die Gegend schleppt. So, bevor Ford den F-150 Lightning angekündigt hat, war Tesla natürlich schon da und hat den Cybertruck angekündigt, also den ersten voll elektrischen Pickup-Truck. Und die Kiste sieht sehr futuristisch aus und wird auch sicherlich eine gewisse Kundengruppe ansprechen. Aber ich halte es für fraglich, ob es wirklich die größere Gruppe der wirklichen Truck-Käufer anspricht, die einen Truck haben wollen, der wie ein Pickup-Truck aussieht. So, Ford und Tesla sind natürlich nicht die einzigen, die Pickup-Trucks anbieten. Mittlerweile haben sich da einige Wettbewerber auf dem Markt positioniert, aber noch nichts veröffentlicht, teilweise noch nicht mal richtige Bilder oder Modelle. So, ich weiß, dass Ram und auch GMC oder General Motors mit elektrischen Pickup-Trucks spielen, aber da kann man frühestens 2024 was erwarten. Dann gibt es noch die Firma Rivian, die haben schon mal ihr Modell vorgestellt und es soll auch angeblich ab diesem Jahr 2021 verkauft werden. Dann gibt es noch die Firma Atlas, da soll auch noch mal irgendwann was kommen, aber da hat man auch noch nichts gesehen, außer schönen Bildern. General Motors wird auch den Hummer, also wieder beleben, und zwar als elektrisches Fahrzeug, und zwar gibt es den dann als Pickup-Truck und auch als SUV.
So, die elektrischen Pickup-Trucks werden sicherlich einiges an Marktsegment ausmachen. Und da bin ich schon gespannt, wie die Fahrzeuge sich fahren. Also wenn die ersten wirklich mal so auf dem Markt sind, dann kann ich mir schon vorstellen, wenn die Hersteller das alles richtig machen, dass dann auch die Nachfrage entsprechend von Benzinern und Diesel entsprechend umschichten wird. Da muss man mal sehen, wie sich das so auf lange Sicht entwickelt. Die USA haben sicherlich die Herausforderung, dass einfach das Netz an Ladestationen, gerade wenn man aus den großen Ballungsgebieten herauskommt, erstmal aufgebaut werden muss und idealerweise wie eine Tankstellenkette, wo man mit jedem Fahrzeug von jedem Hersteller hin kann, um das da aufzuladen. So, Pickup-Trucks gibt es natürlich in allen Größen und Varianten und Pickup-Trucks sind eines der beliebtesten Fahrzeuge, wo die Leute Modifikationen dran machen. Also ob es dann zum Monster-Truck umgebaut wird oder tiefer gelegt zum Schnellfahren. Es sind wirkliche Kulturen, die sich da aufgebaut haben. Und es ist dann schon teilweise sehr interessant, wenn man an der Ampel steht und dann kommt plötzlich so ein hochgelegter Pickup-Truck an und man kann fast unter dem Auto durchgucken, obwohl man selber in einem SUV sitzt. Also ich finde das immer schon sehr unterhaltsam und interessant. Nicht, dass ich jetzt da selber Interesse dran hätte an so einer hochgelegten Kiste. Also ich sehe schon noch einen Pickup-Truck in meiner Zukunft. Das hat aber auch einen bestimmten Grund und da wird es dann auch ein bestimmtes Modell sein. Aber das werde ich dann erstmal in späteren Videos irgendwann genauer erzählen. So, erstmal jetzt für dieses Video hier, also Pickup-Trucks, die beliebteste Autogattung oder Fahrzeuggattung in den USA. Und meiner Meinung nach auch eine der Fahrzeuggattungen, wo man am meisten Spaß mit haben kann, wenn man mal Sportwagen rauslässt. Also wem hohe Geschwindigkeiten liegen, da sind Pickup-Trucks nicht so gut. Aber ansonsten sind das eigentlich schon sehr faszinierende Fahrzeuge. Und für mich hat es wirklich auch in der Jugend den Reiz ausgemacht, weil es in Deutschland kaum gab. Also es gab damals den ersten VW Caddy. Das war ein Pickup-Truck und nicht ein Transporter, also ein geschlossener Transporter, wie er, glaube ich, heute ist. Und damals hatte ich echt überlegt, ob ich mir so einen VW Caddy hole. Das waren Zweisitzer mit einer kleinen Ladefläche hinten dran und da hätte man ruhig was draus machen können. Ist es mal einfach so jetzt in Bezug auf Pickup-Trucks. Würde mich freuen, von euch unten davon in den Kommentaren zu hören, ob ihr Interesse an einem Pickup-Truck habt oder ob ihr euch einen kaufen würdet. So, das soll es denn mal sein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, wie immer den Daumen hoch. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video sehen. So, bis dahin, schöne Grüße aus den USA. Tschüss!